Willkommen zu einem kleinen Informationsvideo von mir. Wie ihr schon am Titel lesen könnt, geht es um die zukünftigen Projekte. Denn zwei der vier Projekte laufen demnächst aus. Also die zwei, die es dann trifft, das sind Hamtaro und Terranigma. Und die eigentlich geplanten Projekte, die darauf folgen, mache ich nicht mehr. Nach Hamtaro wäre eigentlich Kingdom Hearts gekommen. Und auch Terranigma Secret of Evermore. Allerdings werde ich beide nicht machen. Secret of Evermore aus dem Grund, da erstens, ich habe da irgendwie wenig Lust drauf, da das ein etwas älteres Spiel ist und also das Spiel an sich ist eigentlich ziemlich geil, hat auch eine gute Story und alles. Allerdings würde das erstens später gar nicht mehr in mein Konzept reinpassen, weil später nur noch Anime Games kommen und Secret of Evermore passt da nicht wirklich so rein. Also da passt Terranigma schon eher rein, aber Secret of Evermore eher weniger. Und ja, ich kann mir auch nicht gerade so extrem gut vorstellen, dass es jetzt so wahnsinnig gut ankommt. Denn ich will ja mit meinen Projekten Games zeigen bzw. präsentieren, die nicht so bekannt sind und auch einigermaßen modern. Da kommen wir dann später dazu, zu den ganzen Games. Und Secret of Evermore wird ja wahrscheinlich wenig Leute vor den Monitor ziehen. Deshalb kommt das nicht. Und ich glaube, das wird nicht gerade so extrem viele Leute schlimm finden. Oder auch wahrscheinlich auch etwas wenig Leute drauf gespannt waren, würde ich mal sagen. So, dann zu Kingdom Hearts, was ich dummerweise total groß angekündigt habe, ja, ich mache das 100% und ja, das wird mega geil und BAM und alles, aber das kommt nicht. Da es mir irgendwie zu groß ist und das wird mir viel zu viele Parts haben, vor allem wegen 100%, da hätte ich alle Schätze eingesammelt, alle Waffen, dann alle Bossgegner, alle Secret Bosses, also die optionalen Gegner, dann noch Sephiroth und alle Cups und was weiß ich was, da gibt es ja extrem viel zu tun und das wird mir dann einfach viel zu lang und das wird dann wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, so 200, 300, 400 Parts lang werden und das wird dann verteilt auf 2-3 Jahre und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in 3 Jahren nicht mehr so Bock drauf habe, irgendein Teil von Kingdom Hearts zu rendern, wo ich einfach nur dumm in der Gegend rumlaufe und nichts großartig passiert. Und ja. Zu Kingdom Hearts gibt auch wahnsinnig gute andere Let's Player, die das machen und auch wirklich wahnsinnig gut. Wenn ihr gerne Kingdom Hearts sehen wollt, guckt euch die anderen an. Denn bei mir gibt's das nicht. Aus besagten Gründen. Und wenn ich mir nicht gerade so sicher bin, dass ich noch in, weiß nicht, so 3, 4 oder 5 Jahren noch Let's Playen werde. Da ich auch nicht gerade so weiß, wie es dann bei mir zukünftig aussieht mit Job und Familie, würde ich schon fast sagen, ich bin auch schon etwas älter. Weiß nicht, ob ich dann demnächst eine Freundin habe, Verlobte oder was weiß ich was und mich vom Zocken abhält. Keine Ahnung. Und deshalb würde ich auch sagen, fange ich mal lieber keine so ellenlange Projekte an. Ich hoffe, ihr könnt das gut nachvollziehen. Und wie gesagt, wenn ihr sowas sehen wollt, geht zu den anderen, da werdet ihr auch sehr viel Spaß haben. Und ich will nicht wissen, wie mein Kommentarset dann am Ende wird, das wird furchtbar. So, aber es geht dann nicht darum, welche ich nicht mache, sondern welche ich machen werde. Und da frage ich ja euch, was würde gehen anstelle der beiden sehen, also wenn Hamtaro ausläuft und Terranigma ausläuft, werden auch beide so, weiß nicht, so 10 Parts haben. 10, 15 Parts. Also etwas mehr bei Terranigma. Hamtaro wird, ich glaube, höchstens noch 10 Parts haben, da es derzeit etwas gut läuft und jetzt auch schon ein ziemlich schönes Ende zugeht. Ich würde mir nicht zu viel verraten, aber ich glaube, nach 10 Parts wird es schon ziemlich Schicht im Schacht sein. So, aber wie gesagt, was wollt ihr danach sehen? Hier habe ich noch meine geplante Liste. Das sind alles die Games, auf die ich persönlich Bock hätte.
Da könnt ihr sehr gerne eins aussuchen. Übrigens nicht Kingdom Hearts 3D, das kommt erst nächstes Jahr. Das wird auch etwas länger dauern. Mache ich auch nicht mehr 100%, da ich es privat gerade auf 100% durchzocke und derzeit habe ich, wie viel habe ich denn, also 20, 30 Spielstunden und ich bin noch ziemlich am Anfang, also das würde auch etwas viel Parts haben. Wenn ich es mache, dann mache ich es einfach ohne 100% vielleicht auf schwer oder Veteran oder keine Ahnung was. Aber das kommt erst nächstes Jahr, also da braucht ihr noch nicht so großartig wählen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr andere Spiele sehen wollt. Sprich, wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, ein Bleach Game wäre ziemlich geil oder eins von One Piece. One Piece, genau. One Piece oder, weiß nicht, vielleicht hättet ihr irgendeinen Bock auf Sailor Moon oder keine Ahnung was. Gibt's ja wahnsinnig viele Spiele. Wenn ihr auf irgendwas Bock drauf habt, schreibt's in die Kommentare. Oder wenn ihr eins von denen hier sehen wollt, könnt ihr es auch gerne reinschreiben. Wie gesagt, das sind nur die, auf die ich derzeit ziemlich Bock hätte. Der wäre dann wahrscheinlich als nächstes Phoenix Wright gekommen, dass ich auch schon ziemlich spitz bin. Und ja, ich glaube noch ein bisschen was zu ganzen Projekten und dann könnt ihr gerne abstimmen. Also Phoenix Wright Ace Attorney für den DS, Shin-Chan Adventures of Cinema Land für den Game Boy Advance, Yakubura Kaiji, das kommt jetzt sowieso die nächsten Tage, das wird wahrscheinlich, weiß nicht, wahrscheinlich am Montag, Dienstag anlaufen, wird auch ziemlich spitze. So, dann kommen wir zu Crane Shinchan, Arashi Oyobu, Nutte, Crayon, Daisaku Sen, Mega Man Battle Network, The World Ends With You, Inazuma 11, Digimon World DS und Crane Shinchan, Arashi Oyobu, Nendorondo, Daihen Shin. Ja, ich weiß nicht, ob ihr auf solche Games irgendwie Bock habt. Wie ihr schon sehen könnt, sind drei Shinchan-Spiele dabei. Da ich erstens ein ziemlich großer Shinchan-Fan bin und es war gerade einer meiner ersten Animes, die ich gesehen habe, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall stehe ich übelst krass auf den Humor und ich habe schon alle drei angespielt und die sind hammergeil. Auch wenn sie etwas gleich sind, aber die haben doch ihre Eigenarten. Vor allem dieses Spiel finde ich wahnsinnig interessant, da es so ein Spielkonzept bei uns bisher noch gar nicht gibt. Also die Shinchan-Spiele, da gab es bisher noch kein einziges in Europa, glaube ich. Oder in Amerika. Die kamen meistens doch in Japan rum. Komischerweise habe ich dann doch von den drei Games die spanischen bzw. italienischen Versionen gefunden, mit denen ich mit Hilfe meines guten Kumpels des Internet das Ganze auch selbst übersetzen kann, was ich auch machen werde. Da ich selbst noch keinen Übersetzer habe und das hat doch etwas viel Text und das will ich niemandem antun, das mache ich dann schön selber. Wenn ihr es sehen wollt, ich weiß nicht, vielleicht mögt ihr Shinchan gar nicht, der macht da gar kein Let's Play davon. Genauso mit Mega Man ist etwas anders wie das bekanntere Mega Man, das die meisten kennen, das etwas mehr RPG-mäßig ist und nicht so Jump'n'Run-like. Das World's End with You, das werden auch wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Ich kenn's nicht, das wird wahrscheinlich etwas blind. Dann Digimon World TS, weil Digimon auch ziemlich bekannt ist und es ist auch ein ziemlich interessantes Spiel, weil ich auch ziemlich scharf drauf. Und noch Inazuma 11, da habe ich ja eigentlich geplant, das als Community-Projekt zu starten, wenn ich ungefähr 100 Abonnenten habe, damit die ganzen Leute abstimmen können, welchen Spieler ich wähle und keine Ahnung was. Und ich mir persönlich erst ab 100 Leuten sicher bin, dass das auch Leute gucken und mir bei den schwierigen Fragen helfen. Ist derzeit leider nicht so, aber na, ich bin ja noch ziemlich klein, das ist nicht so schlimm und ich weiß, ungefähr die Hälfte meiner Abonnenten sind tote Abonnenten, die gar nichts gucken, aber das stört mich natürlich auch etwas weniger. Solange nur einer das guckt, mache ich weiter mit dem Schwachsinn. So, dann bin ich auch schon am Ende eigentlich angelangt. Ich habe schon alles gesagt, das sind jetzt die, auf die ich Bock habe, aber wenn ihr was anderes gerne sehen wollt, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Es sollte aber möglichst schon im Anime-Stil sein, also ja, so Bleach, One Piece, was gibt's noch alles, Naruto, keine Ahnung, da gibt's auf jeden Fall auch wahnsinnig viele und
sobald ich irgendwie selbst eine Übersetzungsmöglichkeit habe oder eine US-Version finde, dann kann ich das auch machen. Bei den japanischen Games, da geht bisher leider gar nichts. Was ich auch etwas schade finde, aber irgendwann wird es schon klappen. So, jetzt könnt ihr gerne mal reinschreiben. Ach ja, was ich auch noch sagen wollte. Kein Pokémon. Ich finde Pokémon zwar als Spiel ziemlich geil, aber das wird mir einfach auch zu lange dauern. Und da werde ich wahrscheinlich ziemlich schnell die Lust dran verlieren und dann wäre das auch nicht gerade so knülle. Das Schlimmste wäre zum Beispiel jetzt Kingdom Hearts und Pokémon gleichzeitig. Da würde mir sogar die Lust am Let's Play an sich irgendwann verloren gehen, das weiß ich. Deshalb mache ich auch gerne so etwas kleinere Games, die auch etwas schneller durchgenudelt sind wie die anderen großen und damit ich auch die etwas unbekannteren Games etwas bekannter mache. Gut, jetzt habe ich schon alles gesagt, das Video geht auch schon lang genug, so lange wollte ich eigentlich gar nicht labern, aber okay, passiert halt, ist mal so. So, dann würde ich euch zum 8. Mal auffordern, schreibt einfach rein, was ihr gerne sehen wollt. Wenn es nicht gerade so der letzte Schwachsinn ist und etwas mehr Leute darauf stimmen, also wenn jeder was anderes sagt, wird auch irgendwie Käse. Aber wenn ein paar sagen, ja, das wäre ziemlich cool, dann könnte ich das schon in die engere Betracht ziehen oder sofort mit dem Aufnehmen beginnen. Also mit Hamtaro, da habe ich auch bald ein Ende. Der Enigma, dann nehme ich jedes Part einzeln auf, das wisst ihr ja, aber Hamtaro setze ich mich immer hin und zock's ein, zwei Stunden durch und vielleicht bin ich da schon in ein, zwei Aufnahmesessions fertig. Dann könnt ihr nebenbei schon mit den nächsten anfangen. Da habe ich schon wieder ein paar Minuten gelabert, das ist ja furchtbar. So, dann sage ich einfach mal, bevor ich wieder ins Schlafen komme, danke fürs Zugucken, schreibt einfach rein, was ihr sehen wollt und bis bald. Ciao.